Hallihallo, willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online Somerset. Ich wollte gerade Morrowind sagen, das war aber. In der letzten Folge haben wir ja einmal diese Geisterfalle erledigt. Dann haben wir uns mit Rasumdar getroffen und ich sagte ja zum Schluss, ich muss hier nochmal ein bisschen was verkaufen. Und da habe ich jetzt auch die Queste der Kluftkabale wieder gefunden. Ich dachte, ich spreche mal mit dem Schlachtenvogt. Das kann ich jetzt im Schnelldurchlauf machen. Wer das gerne noch mal sehen möchte, muss man ein paar Folgen zurückgehen. Da ist das dann auch. Das war mit dem einen, mit dem Nord, mit dem Botschafter, für den wir auch noch ein bisschen was erledigt haben. So in dem Zeitraum muss das gewesen sein. Ja, recht herzlichen Dank, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt dieses Mal. Würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin schaut und ein bisschen Kritik da lasst, positiv wie negativ. Jetzt würde ich auch sagen, legen wir los. Ich mache das hier im Schnelldurchlauf. Ich habe keine Zeit, mich um irgendwelche Anliegen zu kümmern, die ihr habt, Neuankömmling. Beziehungsweise. Ich habe soeben erfahren, dass ganz Somersend von etwas bedroht wird, was wir für lange verschwunden hielten. Knappe Beinor meinte, ihr bräuchtet Hilfe bei dieser ausstehenden Bedrohung. Natürlich, ihr müsst der Neuankömmling sein, von dem die Katze der Königin mir erzählt hat. Wenn ihr wirklich eine Seekrecke getötet habt, könntet ihr genau das sein, was ich brauche, um die Lage nicht ganz aus dem Ruder laufen zu lassen. Werdet ihr helfen, Somersend zu verteidigen? Natürlich, was soll ich tun? Eine Gruppe Abenteurer hat sich freiwillig gemeldet, einem möglichen Vordringen nachzugehen. Ich habe nur einen einzigen Bericht von ihnen erhalten. Sie berichteten von Fortschritten, doch danach habe ich nichts mehr gehört. Keiner, Grog und Miria schienen durchaus wacker, aber Seekrecken... Moment, Keiner, Grog, Miria, die haben wir doch eben befreit aus der Geisterfalle. Also nicht eben, also jetzt eben im Stream, klar, aber in der letzten Folge. Okay, Grog war doch der, wo ich sagte, der liegt hier, der Name ist Programm. Okay, ich werde die drei Abenteurer finden, gucken, was sie entdeckt haben. Der Magier verstrahlte eine Aura großen Selbstvertrauens. Genau wie die Rotwardonin Miria. Sie wirkte äußerst wacker. Der Ork hingegen, ich glaube, er nannte sich Grog, schien andauernd berauscht zu sein. Ja, wir wissen's. Besoffen. Er war so voll wie ein Nord am Festtag. Ich bin das Risiko eingegangen, weil die Lage so verzweifelt schien. Und bei den Sternen. Anscheinend werde ich genau das wieder tun. Zu unser aller Wohl hoffe ich, dass ihr mich nicht enttäuscht. Ah, cool, jetzt habe ich hier die Auswahl. Ich habe Keiner, Grog, Miria in den Ruinen von Eldur getroffen. Das finde ich irgendwie. Die Ruinen von Eldur? Wir haben vor ein paar Wochen eine Patrouille in dem Gebiet verloren. Dort müssen Keiner und seine Kameraden die Spur der Seekrecke erstmals aufgenommen haben. Sie waren sich nicht sicher, was sie jagten. Aber sie haben auf jeden Fall Wind von dieser elenden Kreatur bekommen. Eben. Aber ganz ehrlich, warum schickt ihr keine Armee, um die Seekrecke zu besiegen? Ohne weitere Anhaltspunkte haben wir kein Ziel, das wir angreifen könnten. Abgesehen davon habe ich gerade gar keine Armee zur Verfügung. Der Großteil unserer Streitkräfte wird auf dem Kontinent im Krieg der drei Banner eingesetzt. Ich muss mich auf die Truppen vor Ort verlassen. Okay, was könnt ihr mir sonst über die Seekrecke erzählen? Ehrlich gesagt dachte ich, dass es Seekrecken nur in Mythen und Legenden gäbe. Abgesehen von den Berichten Rasumdars haben wir keine klaren Beweise für dieses sogenannte Vordringen. Nichtsdestotrotz ist das Verschwinden von Kainar und der von mir entsandten Seesoldaten ein Grund zur Besorgnis. Okay, dann lebt wohl und wo muss ich denn jetzt eigentlich hin auf der Map? Also, wir haben gesagt, wir gehen jetzt einmal dem nach. Und okay, jetzt scheint das hier... jetzt haben wir den Punkt wieder. Jetzt erinnere ich mich. Jetzt kommt es wieder. Genau, jetzt haben wir den Punkt. Sehr schön. Jetzt bin ich aber geneigt, dahin zu reisen. Und wir haben ja gesagt, wir machen das andere mit Rasumdar. Und die Kluftkabale können wir dann in der... in der nächsten Folge machen, weil... das werden wir jetzt hier auch nicht schaffen. Also mal kurz gucken, muss ich hier noch einmal. Die Traumhöhle. Den Fokus setzen. Ne? Da ist er.
haben auch wieder genug einzusammeln. Genug Platz im Inventar. Ja, aber ist doch echt lustig. Vor allen Dingen, hätten wir die Queste jetzt auch gehabt, wenn wir die andere gemacht hätten? Das ist dann tatsächlich eine ernsthafte Frage. Ich weiß nicht, ob da von euch schon mal einer gespielt hat und mir das beantworten kann. Wenn man das andersrum angeht, ob man da die Queste hat. So, da. Ne, Moment. Wo war der Eingang? Eingang. Höher. Ist ein kalter Witz, ne? Tatsächlich höher. Ist ich hier irgendwo hoch? Ne, ich war da mal in den Fall. Zinnflöz. Okay, den bauen wir mal schnell ab. Ocker. Cool. Ockersammler. Ich bin ein Ockersammler. Okay. Ich denke, er will da auch hin. Ach, hier ist er, genau. Die Grotte von Eton. Oh, jetzt habe ich ihn da im Stich gelassen. Ich dachte, er geht auch durch. Na gut, waren ja nur zwei. Ich denke mal, das wird er hinkriegen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich wusste, ich hätte sie da nicht reingehen lassen sollen. Ich narr. Ja, warum hast du's? An eurer Stelle würde ich da nicht noch tiefer reingehen, Trockenhaut. Die Finsternis kriecht an den Wänden von Eternia entlang. Das Einzige, was ihr dort finden werdet, ist ein hässlicher Tod. Das und die Leiche meines ehemaligen Lehrlings, aller Wahrscheinlichkeit nach. Was ist mit euer Lehrling geschehen? Keine Ahnung. Erythel bat darum, die Führung übernehmen zu dürfen, und ich machte ein Nickerchen. Dachte nicht, dass das Ärger geben würde, selbst bei einer Pfeife wie ihr. An ein paar Kultisten vorbeischleichen, sich die Zeichen Meridias schnappen, ungesehen wieder rauskommen. Kinderleicht. Aber jetzt wimmelt es dort von Daedra. Also, wie sprichst du denn über deine Begleiterin? Hallo, Kollege. Dann meint ihr also, dass Erythel tot ist? Nun, sie kam jedenfalls nicht zurück und ich werde nicht meine schuppige Haut riskieren, um da drin nach ihr zu suchen. Ihr seht mir rauflustig genug aus. Wenn ihr euch diese Zeichen und das, was von meinem Lehrling noch übrig ist, schnappen könntet, würde ich dafür sorgen, dass sich die Mühe für euch lohnt. Was sagt ihr? Naja, vielleicht hat sie ja auch da irgendwo Freibier gefunden und sowas und feiert da noch. Aber ich kann mich da immer umsehen und sie suchen. Ich schätze, ich könnte schon ein paar Fragen beantworten, solange es schnell geht. Ich gehe nicht davon aus, dass Erythel es lebendig dort rausschafft. Aber es hat keinen Sinn, diese Neuigkeit noch länger hinauszuzögern. Ihr wirkt nicht sehr besorgt wegen Erythel. Was? Seid ihr die Sorte Trauerklos, die wegen jedes Trottels, der bei der Arbeit draufgeht, gleich eine Träne vergießt? Wenn ihr euch so große Sorgen macht, warum steht ihr dann noch hier herum? Geht da rein und findet sie. Vielleicht ist sie noch am Leben. Höchstwahrscheinlich nicht, aber die Möglichkeit besteht. Ich dachte, ihr hättet gesagt, sie wäre euer Lehrling. Das war nicht meine Entscheidung. Die Gilde hat sie mir aufgedrängt und gemeint, ich soll anfangen, sie auszubilden. Bisher ist sie nur gut darin, mir in den Ohren zu liegen. So nervig wie eine Sumpfbremse. Außerdem bezahle ich euch doch dafür, dass ihr nach ihr schaut, oder? Das reicht doch. Schön, aber was ist mit den Kultisten hier? Was ist mit ihnen geschehen? Keine Ahnung. Ein Kult der Meridia erregt üblicherweise kein großes Aufsehen, aber hier auf Sommers End? Nun,
Hier hat man kein Verständnis für dädrische Kulte. Selbst die netten Leute nicht. Überrascht mich nicht, dass irgendwer sie tot sehen wollte. Naja, geht mich nichts an. Solange ich nur diese Zeichen kriege. Wozu will die Liebesgilde die Zeichen Mirigi jetzt überhaupt haben? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich sein darf. Ich muss nur wissen, dass sie irgendwem etwas wert sind. Warum dem so ist? Nun, es ist nicht meine Aufgabe, Fragen zu stellen, solange man nicht bezahlt. Okay, dann werde ich mich hier mal weiter umschauen gehen. Ginseng. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen mehr von dem Trödel hier mitnehmen, damit ich auch mal wieder ein bisschen kochen kann. Und den ganzen Kram verkaufen. Ne? Okay, wie ist das? Freund oder Feind? Okay. Komm her hier. Okay, das klingt jetzt schon ein wenig komisch, ja? Felsen bleibt da oben. Hier sieht das gar nicht gut aus. Was zur Hölle? Nekrotische Reifzecken. Ja, ich hasse Zecken. Zeichen haben wir. Wo war das andere? Das war da. Mal gucken, ob uns die Zecken hier sehen. Okay. Was haben wir hier noch? Oh, der war schon aufgeräumt hier. Noch ein Rucksack. Hier muss ich noch das dritte Artefakt. Oh. Hier entlang. Wir sind fast da. Ra's mag keine dädrischen Kultisten. Aber niemand hat verdient, so zu sterben. Der Hof des Aufruhrs sind Feiglinge. Sie streckten uns ohne Wand. Diese tut alles, damit unser Freund eine Audienz bei der Herrin des Lichts bekommt. Der Schrein ist gleich hier. Ja, ich will mal jetzt kurz gucken. Da ist eine... Ich denke mal, ich mache das erstmal schnell fertig. Oder? Nee, komm. Machen erstmal hier. Gehen wir durch. Das ist wahrscheinlich hier eine Kleinigkeit. Was haben diese Bastarde euch angetan? Auf zum Schrein. Seht, was sie mit ihm gemacht haben. Sie haben den Schrein geschändet. Das sieht nicht sehr gesund aus. Es ist nicht natürlich, ja? Meridia, sie ruft nach uns. Meine treue Priesterin, ein tapferer Soldat und ein mutiger Aufrührer. Tretet näher und badet in Meridias Licht. Warum spricht die Statue mit Ra's? Sollte sie denn sowas tun? Die spricht nicht mit dir, du Narr. Mit mir. So. Hi. Meine Anhänger ermordet. Mein Schrein entweiht. Die anderen Fürsten, diese sogenannte Triade, müssen für diese Schmähungen büßen. Doch ich spüre da eine Frage in euch. Sprecht, Sterblicher. Fragt die Fürstin des Lichts, was ihr sie fragen wollt. Euer goldener Ritter wurde gefangen genommen und sein Schwert ist beschädigt. Wir brauchen euren Rat, um es instand zu setzen. Sie wagen es, mein Gefäß zu stehlen?
jenen Helfer einzusperren, den ich entsandt hatte, um ihren abscheulichen Plan zu durchkreuzen? Mein Licht wird nicht verlöschen. Farbenspiel wird niemals eingenommen werden. Ihr müsst Darien Gautier befreien. Darien? Das ist der Name des Goldenen Ritters? Mein Gefäß hält sich selbst für Darien Gautier, einen einfachen bretonischen Krieger. Aber in Wahrheit ist es nur mein Wille und meine Kraft. Wenn eine Finsternis in eure Wirklichkeit eindringt, entsende ich Darien, um sie zu bannen. Ihr müsst Mephalas Reich betreten und Darien, den Goldenen Ritter, retten. Was ist mit Dämmerbrecher? Kann es irgendwie instand gesetzt werden? Nur mein Gefäß kann den Dämmerbrecher instand setzen. Nutzt den Dämmerstern-Edelstein, um Darien im Spiralstrang zu finden. Nun kehrt zum Ritenmeister zurück und sagt ihm, was ich gesagt habe. Halt! Die Triade wagt es, in mein heiliges Reich einzudringen? Eine solche Beleidigung darf nicht ungesühnt bleiben. Die Triade greift euer Reich an? Eridia, meine Fürstin, sie ist fort. Diese spürt ihre Anwesenheit nicht mehr. Ras ist sicher, dass es der schönen Statue gut gehen wird. Lasst euch unterdessen von diesem an einen sicheren Ort bringen. Ras hat schon viele Dinge gesehen. Wehrhaie, fliegende Tiger, Wehrhaie auf fliegenden Tigern. Eine Stimme aus einem Licht? Königin Airen wird das niemals glauben. Wie groß ist denn der Ärger, in dem wir stecken, Fünfkralle? Seid ehrlich zum alten Ras. Sehr groß. Die dädrische Triade will den Kristallturm. Und sie greift die anderen Fürsten an. So viel Ehrlichkeit war noch nie gut. Wie bekämpfen wir dädrische Fürsten? Ras schätzt, eine Armee könnte helfen. Eine Armee hilft immer. Doch leider hat Ras nur selten eine Armee parat, wenn er ihre Hilfe am meisten brauchen könnte. Der Riedmeister wird sich etwas überlegen. Wir müssen nur Darien finden und das Schwert instand setzen. Und dabei muss man an Orte reisen, von deren Existenz Ras nicht mal gehört hatte, bevor all dies ins Rollen kam. Nein, Ras wird Zadara in Sicherheit bringen und dann tun, was er kann, um Sommersend und den Kristallturm zu schützen. Die Kämpfe gegen Dedra überlässt Ras euch, ja? Natürlich. Wir machen das hier. Aber ganz locker flockig vom Hocker. War Dedra Fürst. Pah! Kriegen wir doch hin. Abgedeckter Knochen. Ja, kaum hat man schon ein bisschen Platz im Inventar, ne? Und schon Sumpfeisen, ey. Das kenne ich aber schon. Okay. Alles putt. Reis, ja, Reis haben wir auch schon im Inventar, das ist nicht weiter tragisch. Nee. Asche. Hm. Okay. So, jetzt haben wir ja hier noch. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas. Mate. Können wir Mate-Tee machen? Sehr beruhigend. Wow. Okay. Au, alter Pickel da, ey. Ekelhafte Biester. Bärchen noch da? Bärchen. Durchkommen. Da ist die Himmelsscherbe. Okay. Dann greifen wir uns einmal die Himmelsscherbe hier. Ja, ein Fertigkeitspunkt, den werden wir auch ganz in Ruhe nehmen. Ups. Spinnen. Ja, das habe ich genau, das habe ich geahnt.
ein hässliches Viech ist das. Oh, das ging mir gut. Okay. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Ach, da. Endlich frei! Ja. Unverzeiht. Keine Zeit zum Plaudern. Ich muss zu Sucht. Er ist sicher Krankvorsorge. Ja, ist er. Ja, komm, wir machen das dann auch beim, wenn wir raus sind. Der Boss ging mir zu gut, zu einfach. Jo, wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sehr schön. So schon einen anderen Weg, ne? Was war das? Achso. Wo ist er jetzt hin? Wir müssen hier hin. Fisch, du gehörst doch ins Wasser, ne? Los, ab ins Wasser. Hopp. Und so, da. Sachen gibt's. Ah. Ich sehe, dass Eriltel es in einem Stück zurückgeschafft hat. Ja. Dem Hist sei Dank. Die Gilde hätte meine Bezahlung zurückgehalten, wenn sie gestorben wäre. Was noch wichtiger ist, habt ihr da drin die Zeichen von Meridia gefunden? Ja, hier sind sie. Gut, ich werde diese Zeichen zur Diebesgilde zurückbringen. Ehrlich gesagt ist das eine der reibungsloseren Operationen gewesen, an denen ich beteiligt war. So traurig das sein mag. Vielleicht drehen wir ja eines Tages noch ein Ding zusammen. Nicht sehr wahrscheinlich, aber eben vielleicht. Naja, in der Diebesgilde bin ich auch bekannt. Können wir jetzt gehen? Ich bin schon ganz aufgeregt wegen des nächsten Auftrags. So. Die Aufregung ist wohl nur ein Symptom des Gifts. Okay, so, dann beanspruchen wir gleich nochmal unsere Belohnung. Gucken wir, was wir da haben. Dann können wir ja vielleicht nochmal gucken, was wir vielleicht noch weiterentwickeln können. Handwerksfähigkeiten wäre natürlich nicht schlecht. Aber inzwischen findet man ja so viel. Achso, da müssen wir in die richtige Richtung gehen. Und schon sind wir draußen. Ich gehe jetzt hier einfach mal die Seite. Na, gucken wir mal, was haben wir denn hier in Belohnung gekriegt? Robes des Propheten, Wams des Propheten, Kyras des Propheten. Achso, muss ich mir aussuchen. Dann nehme ich natürlich den Kyras. Yes! Ja. Nächster Meilenstein, Stufe 35. Okay. Zukünftige Belohnung. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss und ich gucke mal, wie laufe ich? Ah,
Was haben wir hier? Sprich mit Kania. Der ist jetzt von da nach da. Okay. Da würde ich sagen, das ist unser nächster Weg. Ich werde mal versuchen, Richtung Norden einfach zu laufen und am Wasser dann lang. Mal gucken, was wir da noch so alles finden. Hier kann ich jetzt nur sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder in Summer's End vorbeiziehen oder durchziehen und ja, hier alles kurz und klein halten. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.